Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pescado TV. Heute machen wir ein super leckeres Buttermilchmischbrot. So, und dazu brauchen wir Weizenmehl, etwas Salz, Buttermilch und einmal trocken. So, und dazu benötigen wir Weizenmehl, Roggenmehl, Buttermilch, etwas Salz und Trockenhefe. Ich brauche Schüssel. Hey, hier unten ist noch eine. Wir brauchen wir? Nein, das ist noch nicht 100. Brauchen wir 100? Ich weiß. Null. Scheiße. Lass uns später weiterleben. Wie machen wir denn? 250 Gramm? Ja, nee, gibt's doch mal. 500. 500? 500? Du hast ja wieder richtig. Ja, aber dann reicht die Schüssel gar nicht. Ach, na klar, okay. Da passt ja die. Ach, zu lange. Da reicht nicht. Klar. Pip. Du kleckerst. Jetzt machen wir in die Mitte von dem Mehl. Nee. Noch mehr zu Kohle. Stopp. Ja, jetzt haben wir erstmal das Mehl in die Schüssel getan. Und jetzt machen wir eine Kuhle in die Mitte von dem Mehl und dann verteilen wir die Trockenhefe auf dem Mehl, glaube ich. So. So, jetzt verteilen wir das Salz über dem Mehl und der Trockenhefe. Und dann kippen wir ein Drittel der Buttermilch erstmal in unsere Kuhle im Mehl. Und jetzt mixen wir das Ganze mit den Knickhaken durch. Nachdem wir das mit dem Knethaken durchgemixt haben, kneten wir das jetzt mit den Händen durch. So, jetzt schnappen wir uns ein sauberes Küchentuch, decken den Teig ab und lassen ihn 30 Minuten gehen. Und jetzt räumen wir erstmal den Arbeitsplatz auf. Komm mal da! So, jetzt formen wir aus unserem leckeren Teig ein Brotleib. Und wenn wir das fertig geformt haben, schneiden wir das oben mit drei tiefen Schritten ein. Fertig! So, jetzt decken wir unser Brotleib wieder mit einem sauberen Handtuch ab und lassen es 30 bis 40 Minuten gehen. So. Jetzt backen wir das Brot bei 230 Grad, ungefähr 30 bis 40 Minuten. So, jetzt gucken wir noch mal, wie es unserem Mischbrot so geht. Na, guck doch mal, das sieht doch schon gut aus. Mensch, ist das schon aufgeschnitten? Was denn los? So grob, was ihr da habt. Kann ja wahr sein. Oh. Ja, wenn man nicht mit dem Ofen umgehen kann, ne? Und das Bild. So. Schneiden wir es mal auf. Leute, guckt euch
komplett anders. Sieht doch einfach geil aus. Oder da kriegt man doch direkt Hunger. So, jetzt befeuchten wir uns mal ein bisschen die Hände. Und dann streichen wir ein bisschen Wasser auf unser Mischbrot, damit es nachher wunderschön glänzt. Ja, das ist jetzt ungünstig, ne? Ein bisschen wenig Wasser. Nein. Müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Wasser holen gehen. Das ist scheiße. Hey, das ist doch falsch, oder? So, jetzt haben wir unser Brot, wie ihr seht. Schön glänzend eingeschmiert. Und jetzt kosten wir doch mal unser leckeres Buttermilch-Mischbrot. Crunchy-Effekt schmeckt vor auf jeden Fall. Schmeckt aber geil. So, jetzt probiere ich das auch einmal. Sehr gut, Lisa. Das ist super geworden. Vielleicht ein bisschen. So, das war es ja von unserer Pescado-Folge. Und Hannah und ich, wir werden jetzt mal schön dann Buttermilch-Mischbrot mit nach Hause nehmen. Und zu Hause jetzt mal ein Fett gönnen. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.